Erster und letzter Tag im Haus. Die einzige Beständigkeit hier war der Kran. Ich habe gerade die Ruhe vor dem Sturm. Sturm ist, es geht morgen nach Funchal. Das neue Apartment. Hallo. Ja, hallo aus meiner neuen Wohnung. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich sie zeigen werde oder ob ich sie nicht zeigen werde. Was ich zeigen werde, vielleicht kriegt ihr ein paar Detail-Shots, vielleicht lege ich die auch einfach gerade über meine Stimme, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich bin auf jeden Fall gut im neuen Apartment angekommen. Ich habe soweit die Sachen ausgepackt. Ein paar Sachen verräumt, ein paar Sachen stehen hier einfach noch rum, aber ich denke, in den nächsten Tagen wird sich das alles so ein bisschen regulieren. Ich will dieses Video nutzen, um ein bisschen Klartext zu sprechen. Oder halt auch nicht Klartext zu sprechen, das wird man dann nachher noch sehen. Ich möchte ein bisschen über die Trennung quatschen, ich möchte ein bisschen darüber quatschen, warum ich auf Madeira bleibe, ich möchte ein bisschen darüber quatschen, wie es so die nächsten Wochen weitergeht. Umzug aus dem Haus und so weiter und so fort. Ja, das große Thema Trennung zwischen Kim und mir. Das ist jetzt mittlerweile 4 Monate her, vielleicht sogar ein bisschen länger als 4 Monate. Und natürlich werde ich nicht auf irgendwelche Details eingehen, kann ich auch gar nicht. Wie ihr seht, Kim ist nicht hier. Dass wenn ich jetzt irgendwie meine Meinung und meine Sicht der Dinge äußern würde, könnte Kim sich gerade nicht rechtfertigen und es wäre einfach nicht fair ihr gegenüber. Deswegen halte ich das einfach so allgemein wie möglich. Ja, wir haben uns im Guten getrennt. Aktuell haben wir keinen Kontakt. Das ist dem geschuldet, mehr oder weniger, dass ich das Ganze nicht wollte. Ich hatte so nach 3,5, 4 Monaten, schwieriges Thema, auch für mich, auch jetzt noch, nach 3,5, 4 Monaten hat es mich nochmal eingeholt, hat mich nochmal richtig, ja kann man sagen, habe ich quasi nochmal richtig gerade auch, weil ich im Haus war, alleine hier auf Madeira. Ich war in den 4 Wänden, in denen wir quasi jetzt 1 Jahr gelebt haben. Erinnerungen kamen hoch. Das Haus steht an einem Ort, der sehr ruhig ist, gerade abends in den Abendstunden, wenn man nicht mehr großartig was macht und man sitzt zu Hause auf der Couch. Es ist wirklich sehr, sehr erdrückend ruhig. Und es war einfach nicht gut für mich und meine Psyche. Und deswegen habe ich gesagt, nee, sorry, ich kann den Kontakt gerade nicht aufrechterhalten. Das tut mir nicht gut. Ich kriege Panikattacken, weil ich mir irgendwie Kopfkino mache. Und deswegen habe ich gesagt, nee, momentan möchte ich einfach keinen Kontakt. Sie respektiert das auch. Deswegen, also ich weiß auch gerade gar nicht, was bei ihr im Leben abgeht. Ich wollte jetzt einfach diesen Hardcut haben, weil ich wie auf Entzugserscheinungen war. Wirklich mit Kaltschweiß, Fieber und Zitterattacken und also wirklich ganz unangenehm. Ich möchte auch kein Mitleid dafür haben oder sonst was. Ich habe einfach nur für mich gemerkt, ey, es tut mir einfach gerade nicht gut. Ich hoffe, dass sich das irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten einrenkt. Ja, steht aber noch in den Sternen. Kommen wir zum Punkt, wie es weitergeht mit mir hier auf Madeira. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich im Dezember in Sri Lanka war für 10 Tage. Einfach nach der Trennung, um mal wieder ein bisschen klarzukommen, um ein bisschen mein Leben zu reflektieren und zu gucken, wo möchte ich eigentlich hin. Und eigentlich war ja mein Plan, raus aus dem Haus Ende Februar und Anfang März dann rüber nach Asien gehen, mir da ein neues Leben aufbauen quasi mit den Gegebenheiten, die es vor Ort gibt. Jetzt haben wir 2 Dinge einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht. Einmal Corona, ganz klar, aber ist auch nicht weiter tragisch. Der andere Punkt ist, ich fühle mich noch gar nicht ready, die Insel zu verlassen und deswegen habe ich mir gesagt, ich bleibe jetzt erstmal hier. Ich habe ein wirklich sehr tolles Apartment gefunden. Ich glaube, besser hätte ich es nicht treffen können und deswegen ja, bleibe ich erstmal die nächsten 3 bis 12 Monate weiter hier leben. Ich glaube, das tut mir auch ganz gut. Ich habe gerade nochmal einen Schrank gefunden. Was steht als nächstes auf meinem Plan? Ich bin heute eingezogen, heute ist Dienstag. Ich habe wahrscheinlich die nächsten Tage noch ein bisschen Dinge zu klären im anderen Haus. Übergabe und so weiter und noch ein paar Dinge, die ich loswerden muss. Und am Freitag verlasse ich die Insel schon wieder. Oh, ja. Für mich geht es erst ein paar Tage nach London. Dann geht es für mich 14 bis 16 Tage mit Freunden nach Ägypten, was super geil wird. Da freue ich mich mega drauf. Und dann geht es wahrscheinlich nach Istanbul. Da lasse ich mir die Augen lasern. Da gibt es auch noch ein Video drüber. Ja, soweit so gut. Das war es jetzt erstmal. Das ist so der Ist-Zustand, würde ich sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dass ich auf Madeira bin. Und ich weiß zurzeit, dass auch die anderen Entscheidungen nicht verkehrt waren. Ich lebe mich jetzt erstmal ein hier und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao.